Das sind auf jeden Fall Ratten. Hier ist ein bisschen Wissen. Nice. Ja, ich bin ein richtiger Sonderfall. Tut mir echt leid, auch wenn ich dafür ordentlich zahlen werde. Ich hatte halt die Wahl zwischen neu reinhauen oder billig oder manchmal rein nachleuten, falls das nicht verbunden war. Ich fand neu ist gleich besser, auch wenn teurer. Achso, ich dachte, er macht hier. Ich dachte, er macht einen Sonderpreis. Achso. Ja gut, ne, das ist halt das Problem mit Capture Cards für 2DS und 3 bzw. 3DS, ne? Die sind halt leider teuer. Ich habe bei der wirklich gerade keinen Plan, wo ich bin. Ah, ich sehe da oben Loot und den hätte ich eigentlich gerne. Hier ist eine Leiter. Macht ja, ist doch 100 Euro weniger. Ja gut, immerhin. Ja. Ist es schlimm, wenn ich mich nicht mehr an diesen Ort erinnere? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wo komme ich hier raus überhaupt? Ich sehe da einen Vogelmann. Ich sehe hier noch mehr Vögel. Oh boy. Ist er tot? Er ist tot. Aber. Ich habe mich hart verlaufen und das ist gerade nicht gut. Ach nee, das ist so ein Bob. Da ist eine Tür. Hi Bob. Du bist nicht Bob, du bist Keule. Aua. Du bist Fake Bob. Und Flexcover alleine kostet 18 Euro, sagt er. Das zahle ich zum Beispiel nicht. Naja, anyway, es tut uns beiden weh, scheinbar. Aber wenn es dann, was dann geht, dann ist noch alles gut. Das stimmt. Okay, da ist eine Leiter oben. Da ist eine Tür. Hallo. Klopf, klopf. Ja. Mach doch einfach auf, Mann. Ich bin ganz lieb. Ich bin bloß ein bisschen blutverseucht, aber ich bin ganz lieb. Ah. Hier ist ein Fenster. Wer seid ihr? Ich kenne eure Stimme nicht. Aber ich kenne den Geruch. Seid ihr ein Jäger? Ja. Könnt ihr dann bitte meine Mami suchen? Sure. Aber ist nicht von der Jagd zurückgekommen. Und sie wollte ihn holen gehen. Aber jetzt ist sie auch weg. Ich bin allein. Und ich habe Angst. Wirklich? Och, danke. Meine Mami hat eine Brosche mit roten Juwelen. Sie ist so groß und wunderschön. Die erkennt man sofort. Oh, das darf ich nicht vergessen. Wenn ihr meine Mami findet, gebt ihr diese Spieluhr. Sure. Sie spielt eins von Papas Lieblingsliedern. Und wenn Papa uns vergisst, machen wir sie an, damit er sich wieder erinnert. Mami ist so dumm, sie ist ohne sie weggegangen. Langsam öffne Tore, die sind doch immer sympathisch, oder? Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ja, ich bin bei diesen Drecksködern. Ich glaube, ich bin bei den Leichen. Entschuldigung. Ich bin hier. Das ist eigentlich ganz gut, da kann ich nämlich nochmal zurückgehen. Da kann ich im Kreis laufen. Da kann ich das Item holen, was ich verpasst habe. Ja, das ist eine gute Idee. Machen wir gleich mal. Sidequest, ja, es gibt so ein paar Sidequests hier. Es gibt auch ein paar Character Stories. Auf jeden Fall. Ist ja Bloodborne. Bloodborne ist super. Ich wüsste gar nicht. Gut, ich habe nicht jedes From Software Spiel gespielt, ne? Also mir fehlt ja Sekiro und Elden Ring. Aber Bloodborne würde ich schon sagen, ist einer der Top Spiele auf jeden Fall. Von From Software. Und Demon's Souls, ja gut, Demon's Souls kann ich nicht mitreden, ne? Das ist ja. Da bräuchte ich erst eine PlayStation 5. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren.
So, diesmal nehme ich das Item mit. Ich fühle mich verarscht. Obwohl, vielleicht ist es... Ja, ist sogar was anderes. Das sieht vielleicht sogar ein bisschen besser aus. Na, ja, das sieht doch schick aus. Das ist doch ein richtiges Jägergewand. Na! Oh, ich glaube, das andere Top fand ich sogar noch ein bisschen besser. Ne, den Hut finde ich gut. Das passt aber nicht. Hübsches Jägergewand auf jeden Fall. So. Switch gerade rüber zu dieser Brücke da. Das heißt nochmal... Aua! Nochmal hier runter. Ich wollte eigentlich nicht die Lampe ausmachen. Wir haben da drüben noch einen Weg. Nein. Aber von Demon's Souls gab es auch ein gutes Spiel, auch wenn du jetzt Souls-likes meintest. Demon's Souls ist da auch ein Souls-like. Demon's Souls ist ja auch ein Souls-like. Das Remaster würde ich gerne spielen, aber wie gesagt, PS5 halt, ne? Ach, vor Demon's Souls. Erlesen, ne? Ich bin blind, lass mich. Wie hieß denn das nochmal? War es Kingsfield? Es war Kingsfield, oder? War es Kingsfield? Hieß das so? Ich glaube, das hieß so, ne? Ich bin mir gerade nicht sicher. Haben nicht nur Kingsfield gemacht? Aua. Au. Wo, wer schießt? Au. Der sieht mir rolling. Woo. Oh, hi. Au. Au. Mal gucken, was länger aushält, die Wand oder ich. Ich weiß nur noch von Kingsfield, das weiß ich noch. Das war ja irgendwie so der erste Versuch von so mäßig, Souls-like mäßig. Ich glaube, die hatten noch was anderes, aber ich weiß jetzt den Namen nicht. Ich weiß zumindest, viele von der Souls-Community redet so, ja, hey, Kingsfield und bla, das ist ganz nice. Ja, die helfende Wand, das ist wichtig. Darüber. Kuren? Okay, gut. Na, Moment, noch nie davon gehört. Oh, Vögel. Na, scheiß Vögel. Da drüben liegt auf jeden Fall noch was. Aber ich habe gerade gesehen, da unten liegt auch was. Wieder auf dem Balken. Warum liegt denn nicht alles auf so einem scheiß Balken, ey? Vogel. Vögel. Ölurne. Ah ja. Das war's. Deswegen bin ich hergekommen. Schade. Armored Core. Ach ja, Armored Core. Stimmt. True. Siehste, kam ja als 6 raus, ne? Voll vergessen. Siehste, das. Gut. Mecha-Zeug, ne? Mesh. Große Mechs. Da bin ich raus. Und ein paar einzelne Games, dessen Namen ich selber gar nicht weiß. Das sind die besten Games. Aber sie existieren. So, jetzt muss ich den Balken wieder treffen. Okay. Hey, eine Blutsteinscherbe. Geil. Da oben war gerade noch ein Durchgang.
Ach, bin ich hier. Au! Darf man sich nicht mal umschauen hier. Also du kommst rein, wird dir erstmal in den Rücken geschossen. Geil. Ich bin aber ehrlich, an den Ort erinnere ich mich auch nicht mehr so wirklich. Damn. Es ist sehr lange her, dass ich hier war. Ja gut, ist ja auch 2 Jahre her, dass ich gespielt habe. Auch wenn bombastisch aussehende Bosskämpfe in den Souls Games. In den Souls Games nicht für Armored Core 6 geschadet haben. Wie ist nochmal dieser eine NPC, der einen betrügt in Souls Snitches? Patches? Ich glaube Patches oder so. Ich bin gerade. Ich wollte gerade blocken. Ich habe gerade ganz kurz vergessen. In diesem Spiel gibt es kein Gut. Gibt es auch über einen Armored Core Teil. Nice. Das ist so ein bisschen deren Meme-Charakter, habe ich manchmal das Gefühl. Okay. Oh, ich könnte da runter auf diese. Hier auf diese Ablage. Wenn es eine Leiter geben würde, dann würde ich jetzt runtergehen. Es gibt keine Leiter. Ich gehe trotzdem runter. Hui! Ich schwebe! Ich kann in der Luft stehen. Hallo? Ah ja. Ah, jetzt. Geht doch. Scheint aber nichts zu geben. Nur Ratten. Ist drüben irgendwas? Kann ich, spotte ich da jetzt was? Ich bin ja gespannt, ich lasse ja mal die Community bestimmen, was es als nächstes für ein Souls-like gibt. Dark Souls 1 bis 3 haben wir ja schon fertig. Also From Software-Spiele werden ein bisschen knapp. Jemand Souls kann ich ja nicht spielen, habe ja keine PS5. Das heißt, die einzigen From Software-Spiele, die ich dann noch spielen könnte, wäre Sekiro und Elden Ring, weil Elden Ring gibt es tatsächlich noch für PlayStation 4. Ich hätte aber gerne die Blutechos irgendwie. Und dann geht es eigentlich schon weiter in diesen. Und da geht es schon wirklich mehr in Richtung Niche, ne? Neo 2, The Search 2, Lords of the Fallen. Oder Lord of the Fallen, whatever. Deck 13 ist sich da selber nicht so ein bisschen einig. Remnant könnten wir vielleicht mal auf den Kanal bringen. Ja, 1 und 2, wobei 2 gibt es leider nur auf PlayStation 5. Aber 1. 1 könnte man im Koop spielen sogar. Klopf, klopf. Ich habe vieles gehört. Sich zu Hause einzuschließen reicht nicht immer aus. Würde die Jäger den Hintern bewegen, hätten wir diese Probleme nicht. Ihr seid dazu verpflichtet, mir zu helfen. Hört ihr? Also, wie ist es? Erzählt ihr mir davon oder nicht? Ja, ich hätte es wissen müssen. Ihr seid so nichts Nutze. Ihr habt keine. Ja, diese Trennung. Ach. Ja. Ich habe noch keinen Unterschlupf für euch. Ah, jetzt sind wir hier. Ah, sieh an. Ja, alle Wege führen nach Rom, sagt man ja so schön.
Was fällt mir jetzt noch für Soulslike ein? Remnant, wie gesagt, können wir sogar zusammenspielen. Hätte ich auch voll Lust drauf, tatsächlich. Strangers of Paradise habe ich ja noch. Tatsächlich, stimmt ja. Das Final Fantasy Dark Souls, da bin ich gespannt drauf. Weil da habe ich tatsächlich keine Ahnung, was mich erwarten wird. Code Vein müssten wir nochmal für YouTube machen. Das gibt's noch. Und dann würde es wirklich so nisch werden, ne? Dann hatten wir ja. Oh, wie hieß das nochmal? Ja, apropos Eva, wollen wir noch Comet spielen? Ja, komm mal ruhig. Aber ich hab's halt bloß für PlayStation, ne? Das ist halt das Ding. Ich weiß ja nicht, ob's Crossplay oder so gibt. PlayStation, Sony ist da ja so. Ich überleg gerade, was gibt's denn noch für Souls-like? Warte mal. Wir haben. Haben wir noch vor uns. Neo 2. The Search 2. Code Vein. Remnant. 1. Armored Core, von mir aus Sekiro, Elden Ring, da bin ich bei 8. Sind nicht eine Menge Indie-Souls? Ja. Das Problem ist, mir fallen gerade nicht so viele ein. Das ist das Problem. Es gibt schon ein paar Indie-Souls, ja. Ah, Blutsteinscherbe, nice. Ich weiß nicht, ob ich die unbedingt alle in die Waffe reinpumpen sollte, weil ich will die Waffe nicht wirklich behalten. Das heißt, ich muss tatsächlich zum Schweinchen. Ja, nicht wirklich so Lust drauf eigentlich. Wir machen jetzt mal die Ratten hier unten tot. Schon, das müsste ich dann nachgucken, was es noch so in Souls-like gibt. Ah, hier, ich hab noch eines, ist auch Nische, ist in die. Dieses Night of Nostalgia, oder wie das heißt, ist tatsächlich auch ein Souls-like. Aber Kovac aber nicht dazu jetzt denken. Ach, das sind okay, das sah gerade sehr weird aus, wenn die so gestreckt waren. Findest du? Was denn? Ich weiß nicht, ob man das wirklich als Souls-Game ziehen könnte. Tunic. Ja, da habe ich zum Glück die VOD noch, den ersten Playthrough. Da habe ich das zum Glück noch. Kam auch letztens erst wieder eine Folge raus. Ich bin froh, dass ich die Tunic-Aufnahmen nicht verloren habe. Das Problem ist, aber ich habe Savaris letztens wieder spielen sehen. Ich dachte mir so, maybe könntest du Tunic nochmal spielen. Aber ich weiß nur, dass ich es hassen werde, wenn ich das wieder spielen würde. An sich ist es ein richtig cooles Spiel. Es ist halt einfach nur, der finale Boss ist halt einfach nur. Der finale Boss ist halt einfach yikes. Zumindest wenn man nicht das True Ende macht. Es ist halt einfach yikes. Was ich schade finde. An sich ist das Spiel cool. Ich hatte Spaß mit Tunic. Besonders als. What the fuck? Besonders als ich realisiert habe, dass es einfach. Mehr als nur dieses Hoho, ja, Fuchsgroß, brr. Aua. Sag mal, könnt ihr mal aufhören? Könnt ihr aufhören, euch nach oben zu glitchen, damit ich Fall Damage, dass ihr mich so überrumpelt? Das wäre super. Ich müsste halt einfach nochmal nachsehen. Jesus. Ich müsste einfach nur nochmal nachsehen. Wo führst du hin? Das ist eine gute Frage. Da hinten ist das Schweinchen, das sieht man schon. Aber wofür die Leiter hin? Ah, Star Wars Jedi Survivor und der zweite Teil wird auch ein. Wie auch immer heißt. Ja, ist ein Souls in Star Wars Call.
Ja, wenn man auf eine bestimmte Difficulty spielt, ja, das ist ein Souls-like. Das stimmt. Wo zum Fick bin ich hier? Ach, das ist. Ist das nicht diese Kirchenbrücke hier? Ich glaube, das ist ein Shortcut, den ich hier gerade habe. Das kann ich mir aussuchen. Ja, ist ein Shortcut. Jetzt kann ich es mir aussuchen. Gehe ich zum Schwein oder gehe ich auf die Brücke? Na, ich gehe zum Schwein. Wenn man das Schwein einmal tot hat, dann ist es nämlich tot. Von daher gehe ich lieber zum Schwein. Ich muss aber dazu sagen, dass es macht schon wieder Bock, Bloodborne zu spielen. Ja, das Survivor habe ich tatsächlich. Oh, ich hab mich schon geheilt. Das war das Schwein. Segenjägerabzeichen. Abzeichen des eines von der Werkstatt zugelassenen Jägers. Ah. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wo hat mich das nochmal hingeführt? Weil hier ist ein Abgrund.